Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein neues Unset ist da. Nur haben die Karten alle einen schwarzen Rand. Wohl keine anderen Sets außerhalb der silberrandigen Welt fühlen sich so verrückt an wie die der Modern Horizons-Reihe. Was Modern Horizons 2 geschmacklich drauf hat, das klären wir in dieser Folge. Hallo Guys. Hallo Martin, es ist wunderschön, dich zu hören. Es ist auch schön, dich zu hören für dieses tolle, tolle Set, was wir vor uns haben. Also noch nicht so richtig, aber bald. Eine neue Folge, ein neues Set. Ja, aber wir machen diesmal keine klassische Set-Review, sondern wir machen was anderes. Und zwar? Eine Top 10. Eine Top 10? Warum? Nein, nicht nur eine Tasty Top 10. Ja, Wizards pegelt sich ja langsam vom Rhythmus der Set-Veröffentlichung auf unseren Podcast-Veröffentlichungsrhythmus ein. Das stimmt, alle drei Wochen. Wir haben aber keine Lust, in jeder Folge ein Set zu reviewen, weil auch die Vorbereitung daraufhin immer relativ aufwendig ist, müssen wir an der Stelle mal sagen. Und deswegen haben wir uns was Neues einfallen lassen und machen jetzt zu so kleinen Sets, die so uns interessieren, beziehungsweise Modern Horizons 2 ist nur in gewisser Hinsicht ein kleines Set. Für andere ist es ein sehr, sehr großes, bedeutendes Set. Und deswegen machen wir hierfür eine Top 10, in der wir unsere Tasty Highlights zusammentragen. Die 10 witzigsten, absurdesten, schönsten, spannendsten, interessantesten Punkte, die wir hintereinander wegranken und uns und euch so mundgerecht vorstellen wollen. Doch bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich erstmal wie immer eine Vorspeise, die wir auch heute wieder geschmacklich an das jeweilige Set angepasst haben. Und was gibt's denn da als Vorspeise, Guys? Ja, Modern Horizons 2 ist voll von Anspielungen auf Essen und Gerichte. Und deswegen gibt es, wie der Küchenbold serviert, Schlammwesen in Aspikt mit gelierten Anoridaugen. Das muss ich mir Mahlzeit. Ja. Das muss ich mir nochmal durchlesen, das Rezept, das kannte ich noch gar nicht. Das Rezept direkt steht auch nicht dabei, das musst du wahrscheinlich dann im Underworld Cookbook nachschlagen. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir erstmal dazu, was wir letzte Folge gemacht haben. Erinnert euch, das war ja diese Spezialfolge, wo wir mit Siddharth Chaturvedi gesprochen haben, auf Englisch. Und da haben wir auch was verlost und nach 2 Wochen haben wir gesagt, machen wir den Lostopf zu und ziehen den glücklichen Gewinner oder die Gewinnerin. Und ja, den haben wir jetzt. Wir sollten vielleicht noch mal kurz erwähnen, was es zu gewinnen gab. Und zwar hat uns Sid zur Verfügung gestellt ein Foil Artist Proof, also eine Karte, die auf der Vorderseite, ja, seine Illustration, seine Magic-Karte ist. Und auf der Rückseite ist die Karte weiß. Ein Foil Artist Proof der Karte Hull Breacher. Und weil das noch nicht genug ist, hat er auf die Rückseite ja noch mal eine kleine Tuschezeichnung vom Hullbreacher selbst ein Porträt quasi gemacht. Also wirklich ein einzigartiges Giveaway. Und ich bin sehr, sehr neidisch auf den oder die Gewinnerin. Genau, volle Transparenz. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest, wer gewonnen hat. Und wir haben gerade gesagt, wir schneiden das gleich super schlecht rein, den Namen. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir sagen herzlichen Glückwunsch an Stefan. Toll, schön, dass du du gewonnen hast. Mensch. Wer hätte das gedacht, Guys? Gerade die Person, ne? Ja. Der hätte ich es vor allem gegönnt. Ja, aber wir haben völlig unparteiisch gelost und diejenige Person ist es geworden. Glückwunsch. Die Karte geht zu dir auf die Reise und du hast noch eine Anforderung, wenn die Karte dann eintrifft, ne? Richtig, wir hoffen natürlich auf ein Foto. Vom Deck, in dem die Karte gespielt wird vielleicht, oder vom Rahmen, in dem die Karte gelandet ist. Aber es ist natürlich schwierig, ne, weil es 2 wunderbare Seiten hat, diese Karte. Schwierig ist einfach nur einzurahmen. Also was auch immer die glückliche Person gemacht hat mit der Karte, bitte, ein kleines Beweisfoto und wir teilen es dann auch auf unserem Twitter-Kanal unter tasty_mtg. Folgt uns bitte.
Und sowas versuchen wir auch wieder öfter zu machen, wenn wir wieder einen anderen Künstler interviewen. Da wollen wir auch noch mal zwei Sätze dazu sagen. Das war jetzt ein Interview, das wir auf Englisch geführt haben. Viele Magic-Künstler sind eben englischsprachig. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass wir da auch hin und wieder eine englischsprachige Folge haben werden. Wir bemühen uns auch um deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler. Aber nur damit ihr wisst, wenn dann wieder so eine Artist-Folge kommt und euch nicht wundert, kann die auch wieder in Englisch sein. Ja, ich hoffe, es war okay für euch. Wir haben viel Feedback bekommen, was coolerweise positiv war. Aber wenn ihr Anregungen habt, ja, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, lasst uns das zukommen. Wir sind offen für jegliche konstruktive Kritik. Das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Auch wenn ich ein bisschen aufgeregt war. Hört man vielleicht auch, wenn man sich die Episode anhört. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Und ich finde, das ist auch wirklich was, was wir von Anfang an machen wollten. Und toll, dass es euch anscheinend auch so gut gefallen hat, obwohl es Englisch war. Dann hatte Geis noch was sagen wollen, oder du hast noch was sagen wollen zum Kunstmarkt generell. Denn da bist du so ein bisschen aktiv gewesen in den letzten Wochen und Monaten, habe ich gesehen. Leider nein. Also ich wäre sehr gerne in diesem Kunstmarkt aktiv. Nee, ich wünschte eigentlich, ich wäre vor einem Jahr im Kunstmarkt aktiv gewesen. Denn der ist in den letzten Monaten einfach explodiert. Vor allem, was die Preise anbelangt. Also da tut sich gerade einiges. Sehr, sehr viel Geld im Game. Und es werden gerade fast wöchentlich immer wieder neue Rekorde aufgestellt. Und jetzt gerade wurde eben ein solcher neuer Rekord aufgestellt, eine neue Höchstsumme für ein neues Artwork wurde erzielt, nämlich Tyler Jacobsons Karte Drizzt Do'Urden. Also spricht man den so aus? Es ist ein Charakter von Dungeons and Dragons, der jetzt im kommenden Set drin sein wird. Und sein Ölgemälde wurde für $155,000 verkauft. Irre. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also es richtet sich auch der Wert dieser Kunstwerke auch daran, wie gut die Karten sind, wie gut die spielbar sind. Nun weiß man das bei dieser Karte ja noch überhaupt nicht. Das heißt, es ist wirklich so die ikonografische Personenfigur, die da drauf abgebildet ist und die von diesem Künstler gezeichnet wurde. Und das ist der absolute Wahnsinn. Um das ein bisschen in Relation zu setzen, der Demonic Tutor wurde Ende letzten Jahres verkauft. Demonic Tutor, eine der ganz, ganz großen ikonischen Karten Magics, und der ging für, in Anführungsstrichen, gerade mal $250,000 weg, und das ist nun wirklich eine Karte, die bei Magic schon jahrzehntelang umtriebig ist und legendär, wenn man so will. Gut, der Drizzt O'Durden ist auch eine legendäre Karte, laut Kreaturentyp, aber es ist schon Wahnsinn, was hier passiert und wie das ganze Ding Fahrt aufgenommen hat. Und ja, ich kann mir gerade leider keine vollfarbigen Illustrationen leisten, aber was auch gleichzeitig spannend wird, sind die ganzen Skizzen, die vorab gemacht werden, die werden auch versteigert und wen es interessiert, dafür gibt's eine Facebook-Gruppe, wo man all diese Informationen, all diese Auktionen sehen kann und mitbieten kann, wenn man möchte. Ich glaube, wir sollten uns mal jemanden einladen, der in dieser Kunstszene richtig aktiv ist und mit dem mal sprechen. Ich glaube, das könnte auch ein ganz tolles Interview sein. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt uns gerne mal, ob ihr das gerne mal hören würdet. Ich glaube, ich würde sehr gerne auf jeden Fall dieses Interview mal führen. Aber nicht heute, denn heute soll es jetzt gleich gehen um Modern Horizons 2, wo diese Karte drin ist. Und damit gehen wir so langsam über zur Hauptspeise. Und ja, auch da gibt es was Leckeres. Was passt zu Modern Horizons 2? Natürlich servieren wir tranchierten Gargoyle. Ne? Warum tranchierter Gargoyle die perfekte Wahl ist, hört ihr gleich in der Nummer 10, wenn wir nämlich starten mit unserer Top 10. Aber davor vielleicht noch ein paar Fakten zum Set. Was ist denn Modern Horizons 2? Ganz einfach gesagt, Modern Horizons 2 ist der Nachfolger von Modern Horizons 1. was so ein bisschen Überraschungserfolg war vor 2 Jahren, aber vielleicht auch nicht, weil so wie das Set geplant war und was da alles drin gesteckt hat, konnte es, glaube ich, rückblickend einfach nur ein Erfolg werden, weil es einfach ja ganz viele Dinge richtig gemacht hat. Es war natürlich ein Set für Leute, die schon sehr lange Magic spielen, die sehr viel drin wiedererkannt haben, von den Mechanismen, von Kreaturen, von Charakteren und auch sehr, sehr viele Anspielungen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Was sind deine schönen Erinnerungen an Modern Horizons 1, Guys?
Wie wir alle im Sommer gemeinsam weggefahren sind, nach MacPom uns ein Floß gemietet haben und dort einfach mitten in der Nacht, umgeben von surrenden Mücken, das Ding gedraftet haben. Weil der Draft von Modern Horizons 1 hat einfach unfassbaren Spaß gemacht. Das war großartig und diesen Moment, den nehme ich für immer mit. Und ich hoffe, dass Modern Horizons 2 ebenso schön wird. Es sieht vielversprechend aus. Da erinnere und bei ich, dir? Auch, ich erinnere mich auch noch an diesen Draft auf dem Floß, wo wir die glorreiche Idee hatten, damit wir die Pairings nicht so kompliziert machen, rückt einfach jeder immer eins weiter. Und ich glaube, nach zwei Pairings war dann Schluss, weil dann irgendwie die Konstellation nicht mehr gepasst hat. Aber das war wirklich ein tolles Set. Und wir haben es wirklich unverhältnismäßig oft gedraftet für unsere Verhältnisse. Also ich glaube, dreimal. Und ja, Geist, du willst noch da? Ich bastel seit Ewigkeiten an einem Sliver-Deck, an einem Remazuri-Deck, Commander-Deck und ich bastel da auch immer noch dran. Ich lasse mir da richtig schön viel Zeit und da war ja dieser First Sliver, der erste Sliver drin, der erste Remazuri und ich hatte mir so gewünscht, den aufzumachen und erster Pack, ich reiß den auf und er war drin. Toll. Und ich habe ihn sofort gepickt. Ich habe mir ein Deck gebaut, mit dem ich dann natürlich den nicht reinbauen konnte, leider. Aber ich habe es versucht. Ich habe es wirklich sehr, sehr stark versucht. Aber irgendjemand links oder rechts neben mir hat die ganzen Remazuri weggepickt. Stimmt, es gab ja ein Deck. So war das leider. Aber ich habe diese Karte gezogen und bin super glücklich. Und das ist auch der Commander meines Sliver-Decks. Dann sagen wir doch mal ganz schnell, was im Set jetzt drin ist. Also es sind 255 neue Karten, also nicht Karten insgesamt, aber 255 neue Karten, die sowohl neu in Modern sind, als auch ganz neu in der Magic-Welt. 53 Reprints gibt es noch dazu und gefühlt gibt es von jeder Karte 37 Varianten. Ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich glaube 37 ist sowas in meiner Wahrnehmung. Die Anzahl von Varianten, die jede Karte haben kann, ist von Foil über Sketchart, die du gerade gesagt hast, auch nochmal separat verkauft werden kann als Artist-Print. Es ist Wahnsinn, wie oft man eine einzelne Karte bekommen kann in diesem Set. Ja, es ist wirklich ein bisschen Wahnsinn. Es fehlt der Überblick und man macht sich auch mittlerweile ein bisschen drüber lustig, aber die sehen zum Teil richtig schön aus, ne? Gerade die Edged Foils finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schick, ne? Also wo nur der Border, der Rahmen quasi foliert ist und der Text und die Illustration eben nicht, sodass die ja zum einen gut lesbar sind und zum anderen die Illustration sehr, sehr gut erkennbar ist. Bei den 53 Reprints hast du wahrscheinlich nicht diese ganzen Reprints von Modern Horizons 1 mit erwähnt, die jetzt im Old Border quasi mit drin erscheinen, ne? Weil die gibt es auch nochmal oben drauf. Genau, das ist nochmal extra, ist quasi das Set im Set und wir hätten allein schon eine Top 10 machen können von den ganzen Mechanismen, die im Set drin sind, weil da gibt es 59 Non-Evergreen, also wiederkehrende Mechanismen. 53, aber ja, genau, so eine richtige fixe Zahl habe ich auch nirgends gefunden. Ich war kurz davor, selber nachzuzählen, dann dachte ich, nee, warte mal kurz, so viel Lebenszeit hast du jetzt auch nicht, um das irgendwie alles nachzuzählen. Aber ja, ich glaube, jeder Pick wird ein anderer Mechanismus sein beim Draft. Und ihr habt bestimmt auch schon ein bisschen reingeguckt ins Set und könnt jetzt gleich vergleichen, ob eure Tops bei unseren Top 10 mit dabei sind. Würde ich sagen, fang mal an, Guys, oder? Auf geht's! Platz 10! Platz 10 belegt natürlich Asmoranomatica Daistina Kuldakar. Die Karte, die so viel auf einmal tut, aber nicht allein, natürlich in Verbindung mit dem Kochbuch der Unterwelt, mit dem Underworld Cookbook. Asmoranomatica Daistina Kuldakar ist eine legendäre Kreatur, Mensch-Zauberer in Schwarz-Rot, die hat keine Mana-Kosten, ja, weil, so sagte zumindest Ethan Fleischer, die nicht mit auf die Karte gepasst hätten. Dazu muss man wissen, dass die übersetzten, in Übersetzungen der Karten, da kann es schon mal vorkommen, dass sehr, sehr lange Titel bei rauskommen und dann fangen die an, die Schrift kleiner zu ziehen und kleiner zu machen. So, deswegen gibt es bei den deutsch übersetzten Karten manchmal Kartentitel mit einer sehr, sehr klein gesetzten Schriftart. Im Amerikanischen ist das nicht so oder im Englischen, im Original quasi. Und deswegen füllt dieser Titelbalken oben quasi ist komplett ausgefüllt mit dem Namen dieser Karte der Kreatur. Die ist Mensch, Zauberer. Und solange ich diesen Zug eine Karte abgeworfen habe, kann ich schwarz oder rot bezahlen, um diesen Zauberspruch, also Asmoranomatica Daistina Kuldakar, zu wirken.
Und ja, wenn sie ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Karte namens Kochbuch der Unterwelt durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf meine Hand nehmen und danach mischen. Wenn ich zwei Speisen opfere, also zwei Food Tokens, kann ich eine Kreatur oder fügt eine Kreatur meiner Wahl sich selbst 6 Schadenspunkte zu. Da munkelt man übrigens, dass das deshalb so komisch ist, dass die Kreatur sich selbst 6 Schadenspunkte zufügt, weil quasi kein Platz mehr war, nochmal den Namen der Karte draufzubringen. Asmoranomatica, da ist in der Kuldaka. Genau, was das Kochbuch jetzt macht, erwähne ich nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Synergie und ich habe riesige Lust, das zu spielen. Werde ich auch. Aber worauf ich nochmal eingehen wollte, ist jeder, der den Namen aussprechen kann, glaube ich, hat irgendeine Geschichte, wie er sich diesen Namen gemerkt hat. Kannst du ihn aussprechen? Ich kann ihn versuchen abzulesen und selbst da scheitere ich. Also ich versuche es nicht. Ich lese mal einmal vor. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich konnte es auch nicht so gut lesen. Wenn es einmal drin ist, ist es drin und dann geht es wahrscheinlich auch nicht mehr raus, so wie Supercalifragilisticexpialidocious. Wiederum kann ich, aber. Witzigerweise auch noch übersetzt ist anders, ne? Also im Englischen ist es Expialidocious. Das wäre witzig gewesen, wenn sie im Deutschen ihr noch einen anderen Namen gegeben hätten. Hätte man sich 2 einprägen müssen. Genau, und ich habe auch versucht, diesen Namen mir zu merken und habe gemerkt, dass ich das war versucht, einen Rhythmus zu finden. Und nicht nur einen Rhythmus zu finden, sondern irgendwie eine Melodie zu finden und bin auf ein paar Lieder gekommen. Das möchte ich kurz vortragen. Bitte. Und zwar habe ich angefangen mit den Animals, House of the Rising Sun. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Wow. Ne? So weit, so gut. Und dann kam dieses Video bei Twitter rum von Ethan Fleischer, der die halt anders betont hat. Und dann hat das nicht mehr zu diesem Lied gepasst. Der hat dann Asmoranomadica Daistina Kuldaka plötzlich gesagt. Ich finde, da kann man irgendwie sich auch selber einen Rhythmus suchen. Aber dann hatte ich plötzlich ein anderes Lied im Kopf. Vielleicht erkennst du es. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Ich hab's nicht erkannt, nein, aber. Du hast nicht erkannt. Das war Herbert Grönemeyer mit Was soll das? Ach, sehr gut. So, und irgendwie hat sich das aber auch noch nicht so richtig rund angefühlt und dann habe ich's gefunden. Also, wenn ihr euch den Namen Asmoranomadica Daistina Kuldaka wirklich merken wollt, dann singt ihr das einfach, diesen Namen, auf die Melodie von Ach du lieber Augustin. Kennst du Ach du lieber Augustin? Ich hab's, das ist tatsächlich aus einem Märchen von Hans Christian Andersen, aus dem Schweinehirt. Das gab es auch eine wunderschöne auch. Schallplatte in der DDR. Daher kenne ich es auch. Die ich dann immer gehört habe. Daher kenne ich es auch, vom Schweinehirt und auf der Platte. Jetzt pass mal auf, wie gut das passt. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Was, so. Was du, Geist, nicht weißt, aber die Hörer, ist, dass ich daraus jetzt schon im Schnitt einen Kanon gebastelt habe für dich. Wo du selber mit dir dieses Lied im Kanon singst. Du, es ist, ja, es war viel verhext. Aber es ist wunderschön und danke, Magic, dass ihr auch Twitter beschenkt habt mit diesem Kartennamen. Es sind ganz, ganz viele tolle Sachen dabei entstanden. Gino von Herumkommandiert hat auch ein wunderschönes kleines Video gemacht. Das findet ihr sofort. Und gebt doch mal Hashtag Asmoranomadica Daistina Kuldaka ein. Da findet ihr nämlich zum Beispiel einen Typen, der im Januar geschrieben hat, hey, wann kriegt die denn endlich mal eine legendäre Karte? So, meine Nummer 10. Asmoranomadica Daistina Kuldaka. Sehr schön. Guter Start. Nummer 9. Die unwahrscheinlichste Wincon. Ich weiß nicht, ob die Karte, die ich rausgesucht habe, tatsächlich die unwahrscheinlichste Wincon ist, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, von der ich, die für mich immer eine unwahrscheinliche Wincon ist. Ich lese solche Karten und dann denke ich mir immer, oh toll, das ist der Weg, wie ich in diesem Draft auf jeden Fall gewinnen werde und den sieht keiner kommen. Und dann werden alle die Karten von sich werfen und aufgeben und mich anflehen, dass ich das Spiel doch einfach jetzt so gewinnen soll. Ja, ich lese mal vor, was das für eine Karte ist. Sie heißt Gebot des Patriarchen. Ist eine Hexerei und kostet 3 und 2 Schwarze.
Und sie besagt, jeder Spieler bestimmt einen Kreaturentyp. Jeder Spieler bringt alle Kreaturenkarten, die mindestens einen der auf diese Weise bestimmten Kreaturentyp haben, aus seinem Friedhof ins Spiel zurück. Illustriert von Ilse Gord, die wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt haben und die ich nach wie vor für eine der tollsten neuen Illustratorinnen im Magic-Universum halte. Aber das ist großartig, die Karte ist toll. Also die Illustration ist ganz, ganz, ganz toll. Ja, und in meiner Vorstellung ist es dann so, dass ich natürlich einen ganz tollen Kreaturentyp sage, zum Beispiel, sagen wir mal, Eichhörnchen zum Beispiel. Und dann, kommen wir später noch dazu, und dann bringe nur ich alle diese Karten ins Spiel zurück und beim Gegner kommt keine wieder zurück. Dem ist natürlich nicht so und wahrscheinlich wird es total schief laufen und ich sehe es schon. Die anderen drei sagen Mensch und bringen trotzdem die Hälfte ihres Friedhofs zurück. Oder ich bedenke dann später nicht, dass unser guter Freund Sebastian ein Changeling-Deck spielt und was dann komplett. Er sucht den Kreaturentyp aus. Ja. Nee, aber das sind wirklich so Karten, also wenn die wirklich funktionieren, dann ist das für mich, dann ist das für jeden wahrscheinlich ein tolles Hochgefühl, dass das dann funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, wie glaubst du, dass man damit gut gewinnen kann? Weil ich stelle es mir schon grandios vor, wenn das funktionieren würde. Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich spiele ja auch das ein oder andere Tribal-Deck und hatte solche und ähnliche Effekte. Es gibt, glaube ich, einen Removal, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, wo du sagst, jeder Spieler bestimmt einen Kreaturentyp und alle anderen Kreaturen werden zerstört. Und das ist einfach blöd. Also klar, meine Katzen überleben alle, weil ich Katze sage und irgendwie nur Katzen spiele und dann überlebt bei mir alles. Und die Gegner haben dann so 3 bis 4 Kreaturen und irgendwie gibt's dann halt solche Kreaturentypen wie Mensch, die sich halt so randomly über Karten ziehen, von denen man es gar nicht erwartet oder durch verschiedene Karten hindurchziehen. Und dann bleibt viel zu viel liegen und dann hätte ich quasi auch irgendwie einen 1-Mana, 2-Mana, 3-Mana-Removal spielen können, anstatt diesen 5- oder 6-Mana kostet der dafür auszugeben. Ich mache es mir auf jeden Fall zum Ziel, das im Draft zum Funktionieren zu bringen und spätestens in einem Commander-Deck. Das ist mein Ziel mit dieser Karte. Allein wegen der Illustration kannst du diese Karte spielen. Ja, die ist irre. Flavortext übrigens noch. Heute Nacht liegt eine Dunkelheit in der Luft. Wenn ich du wäre, würde ich zu Hause bleiben und die Türen verriegeln. Sagt Ferrik, der Dorfvorsteher. Wer kennt die nicht? Wahrscheinlich kommt der dann in Modern Horizons 3 gibt es dann Ferrik als Karte, wie er die Tür zunagelt. Ja, also das war Nummer 9. Die unwahrscheinlichste Wincon, zumindest für mich. Auf Platz 8 sind die 365 Mechanismen, die in diesem Set sind, für jeden Tag des Jahres 1. Nee, es sind, nach einer Liste sagt 53, eine andere sagt 59. Es ist der Wahnsinn und es ist ganz, ganz toll. Und ich sag dir auch, warum ich das ganz, ganz toll finde. Und zwar, du spielst Magic, ein neues Set kommt raus. Du lernst alle Karten, du lernst die neuen Mechanismen, du lernst damit umzugehen und dann macht's plötzlich Puff! Und ein neues Set kommt raus und die alten Mechanismen werden zum Großteil wieder vergessen, kommen nie wieder zurück. Und ja, manchmal bleibt sogar der Wunsch, ach Mensch, das hätten sie noch machen können oder das hätten sie noch machen können. Und ich bin mir sicher, dass bei Wizards bleibt dieser Wunsch genauso. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, wie sie Modern Horizons 1 schon genutzt haben und 2 in 2 übertreiben. Sie ist einfach als Fläche sozusagen nicht die Mechanismen zu umschreiben, deren Effekte, ja, sondern einfach die Keywords und Keyworded Abilities und was es da nicht alles gibt, einfach zu nehmen und hier reinzupacken. Denn ja, das Set richtet sich an SpielerInnen, die das alles können oder kein Problem damit haben, sich das alles beizubringen. Und für mich sind es sehr, sehr viele ja Flashbacks, wenn du so möchtest, ja, und willkommene Throwbacks, ne? Throwback ist irgendwie das große Wort, der große Stempel, den ich auf dieses Set drücken möchte. Also es fühlt sich einfach ganz toll an. Gibt's bestimmte Mechanismen, über die du dich besonders freust? Da wischst du mich jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß, aber ich Doch, tatsächlich, jetzt fällt's mir ein. Ich würde sagen, dass diese eine Karte drin ist, die nicht einbalsamieren, sondern das böse Gegenteil aus Hour of Eternalize. Eternalize, genau. Eternalize. Dass verewigen. Dass es da jetzt wieder eine Karte gibt, das finde ich toll. Und ich glaube sogar in Weiß,
was vorher ja nicht dabei war, weil das in die Bolas-Farben früher war. Und in Grün. Mhm. Ja, und das, das finde ich toll. Einfach das zu sehen und ja, mir vorzustellen, wie das dann auch mit, wie dann dieser Zombie-Drache, ich glaube, ist es in dem Fall wieder zurückkommt, das finde ich toll. Und das, da wird mir so ein bisschen warm ums Herz. Mhm. Was ich so toll fand, weil wir schauen uns natürlich auch immer sehr, sehr gerne die Übersetzungen an und ich finde, bei gerade bei alten Mechanismen gibt es halt sehr schöne Übersetzungen, die sich manchmal sehr weit hergeholt anfühlen. Zum Beispiel Modular finde ich ganz schön. Hatten wir schon drüber gesprochen. Was ist Modular auf Deutsch? Baustein, hast du gesagt. Bausteine. Bausteine. Wunderschön. Ja, also in dem Fall finde ich es tatsächlich ganz witzig und auch irgendwie, ne, so, man setzt so Würfel drauf und wenn die Kreatur stirbt, dann darf man die runternehmen und woanders draufbauen. Aber ich habe ein kleines Mini-Quiz für dich vorbereitet. Schieß los. Deine Quiz ist immer schön. Mach ich gerne mit. Und zwar sage ich dir jetzt ein englisches Keyword. Und du sagst mir bitte, wie es auf Deutsch heißt. Okay, ich versuch's. Oder du versuchst halt. Ja. Flashback. Rückblende. Rückblende, sehr gut. Split Second. Das wusste ich mal. Sekundenbruchteil oder so? Richtig, ja, Sekundenbruchteil. Wenn gerade okay. Mit Split Second gespielt wird, darf nichts auf dem Stack mehr kommen danach. Dash. Sturmangriff? Ja, richtig, wow. Da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, obwohl ich selber gespielt habe. War es schon bei Khans of Tarkir drin oder erst bei Dragons of Tarkir? Shadow. Ist das letzte. Das weiß ich nicht, da würde ich jetzt Schatten raten. Irrealität. Natürlich. Also ja, es ist wunderschön und ich freue mich schon drauf. Ich habe mir natürlich die Box auf Deutsch bestellt und ich freue mich schon, dann ganz, ganz viele neue Sachen zu sehen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Hier und da ist mir tatsächlich das englische Keyword geläufiger. Aber ja, ich freue mich drauf. Meine Nummer 8, die Vielzahl der Mechanismen, der wiederkehrenden Mechanismen. Ja, ganz toll. Bei Nummer 7 darf ich meine tollste oder unsere tollste neue legendäre Kreaturenkarte vorstellen. Und da klärt sich auch, warum ich gerade wusste, was Dash im Deutschen heißt, weil diese Karte hat nämlich Dash, beziehungsweise Sturmangriff. Und zwar ist die Karte dieser legendären Kreatur, oder die legendäre Kreatur, die eine Karte bekommen hat, ist Ragavan, der flinke Dieb. Okay. Und Ragavan ist, wie wir uns alle erinnern, Affe und Pirat. Und wenn Ragavan, der flinke Dieb, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein und schicke die oberste Karte der Bibliothek des Spielers ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du diese Karte wirken. Und Ragavan, der flinke Dieb, hat 2-1 und eben Sturmangriff für 1 und ein rotes. Das heißt, er kann nochmal so schnell aus deiner Hand rauskommen, dem Gegner was stehlen und dann wieder schnell zurückkommen. Und jetzt frage ich dich, woher kennst du denn Ragavan? Woher kennen wir Ragavan? Aus, war das Ixalan? Nee, warte. Entschuldigung, jetzt habe ich gespickt, jetzt sehe ich es. Aether Revolt. Das war aus Aether Revolt, genau. Aether Rebellion. Und ich habe jetzt schon mehrmals im Podcast gesagt, dass Kaladesh bzw. Aether Revolt das Set war, mit dem ich angefangen habe, Magic zu spielen und da auch eben die ganzen Mechanismen und die ganzen Gepflogenheiten von Magic kennengelernt habe. Unter anderem eben auch den Umgang mit Tokens. Und was für mich damals ganz besonders toll war, ist, dass eben eine namentlich benannter Token erzeugt wird, wenn Kari Sef, die Freibeuterin der Lüfte, eben angreift, dann erzeugt sie nämlich einen getappten und angreifenden legendären 2-1 roten Affenkreaturenspielstein namens Ragavan. Und das fand ich damals so ganz unglaublich toll, weil ich ja nur diese generischen Tokens erstmal kannte, Zombie, Beast. Ja, sobald er legendär ist, muss er einen Namen bekommen. Ja, sobald er legendär ist, ist das irgendwie, braucht es den Namen. Und dann war natürlich die Hoffnung groß, dass man den mal aufmacht in einem Booster, dass man dann auch wirklich diesen Affen hat. Also erstmal natürlich, dass man Kari Sef aufmacht und dann noch diesen Affen dazu hat. Dann erinnere ich mich noch an ein Video vom Professor von Tolarian Community College, wo er mal so eine Weihnachtsbox von Magic vorgestellt hat, wo Kari Sef drin war und eben der Affe eben nicht, was dann wirklich für Unverständnis auch bei mir gesorgt hat. Und jetzt gibt es eben diesen Affen als niedrigeren Rarität als Kari Sef. Also der Affe, der ist jetzt Mythic und Kari Sef war nur Rare.
Aber höhere Seltenheit, oder? Soll man sagen, höhere Seltenheit? Höhere Seltenheit, genau. Seltener. Und seltener. Ja, also finde ich richtig toll. Und das Schöne ist, Ragavan kriegt auch einen Token wiederum jetzt über seine Karte, nämlich einen eigenen Schatztoken. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Illustration auf dem Schatztoken den Schätzen entspricht, die da um ihn herumstehen in der Illustration. Und diese Karte, beziehungsweise diese Verbindung zwischen den Sets, das ist auch was für mich Modern Horizons und Modern Horizons 2 jetzt auch ausmacht. Mark Rosewater nennt das in seinen Kolumnen, die er manchmal schreibt, nennt er das Completion, dass man dann als Spieler eben darauf wartet, dass sich so der Kreis schließt. Und ich glaube, das macht dieses Set an ganz vielen Stellen, beziehungsweise bereitet das Wizards auch schon ganz klug vor, dass sie dann eben immer noch so den Kreis so halb offen lassen, damit sie den dann später eben in solchen Sets dann auch schließen können. Und hier vollfüllt sich das eben, dass eben jetzt dieser Affe nicht nur ein Token ist, sondern wirklich auch eine eigene Karte bekommen hat. Und ja, es fühlt sich einfach rund an für mich als Spieler, der mit Aether Revolt und Kaladesh angefangen hat, jetzt auch diesen Affen zu sehen. Und deswegen freut mich das sehr. Und ja, Ragavan, der flinke Dieb, ist meine liebste legendäre Kreatur in diesem Set. Ein Throwback jagt den nächsten hier. Das musste man, habe ich vielleicht vergessen vorhin bei Asomane Madika, da ist die Nakul Dakar. Du wolltest die wurde den Namen bisher, noch mal sagen. Das muss man vielleicht noch kurz erklären. Es gibt tranchierten Gargoyle, weil quasi das erwähnt wurde in einem Flavortext auf einer Gargoyle-Karte zuvor. Und Asmaura Madika Daisina Kuldaka war quasi die Urheberin des Zitats, was da als Flavortext genommen wurde. Deswegen gibt es diese lustige Speise als Hauptspeise hier. Und jetzt hat sie quasi endlich eine Karte bekommen. Auf Platz 6 sind die Reprints, ja. Also erstmal muss man sagen, das Set ist voll von Value, da braucht man überhaupt nicht drum zu diskutieren. Ja, der EV ist through the roof, wie die hippen Kids von heute sagen. Ja. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, der erwartete Wert dieses Sets schießt durch die Decke. Ohne Ende Fetchies drin, ja, in 1000 Versions. Aber wir wären nicht tasty, wenn wir jetzt über den finanziellen Wert von Fetch-Ländern sprechen würden. Nein, ich spreche natürlich über Reprints von Basic Lands. Die sind ganz, ganz, ganz toll. Ich habe neulich angefangen, ein Deck zu bauen. Dreifarbig, Jeskai. Und suchte mir dann eben Basics raus. Matching Basics, die ich dann da reinbaue. Scrollte so durch die Gebirge durch und entdeckte einen, der mir extrem gut gefallen hat. Ja, so ein Gebirge, so ein bisschen halb im Sonnenuntergang. Man sieht noch so einen Gebirgssee, aber auch ein bisschen bewaldet. Allerdings ohne, dass es wie Wald aussieht oder wie eine Insel oder so. Also schon eine richtig schöne Gebirgekarte. Und die wurde nur ein einziges Mal gedruckt in der Odyssee. Und die war relativ teuer sogar, also für so eine kleine Karte, also wenn man einige davon kaufen wollte, in einem nicht ganz schlechten Zustand. In Foil waren die, keine Ahnung, bei 4-5 Euro oder so. Und diese Karte wird jetzt in Modern Horizons 2 reprinted und nicht nur die, aus Odyssey selbst sind noch vier andere weitere Karten reprinted und das sind wirklich wunderschöne Artworks. Die sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Genau, die Ebene sticht noch raus. Denn ich habe auch an verschiedenen Stellen gelesen, dass einige diese Ebene, die dort gedruckt wird, als eine der schönsten Ebenen oder eine der schöneren Ebenen quasi wahrgenommen wird. Man sieht halt so eine relativ karge Steppe. Im Vordergrund steht ein Baum, der noch so ein bisschen halb belaubt ist und im Hintergrund sieht man aber ein riesiges Unwetter, was sich dort auftürmt und man sieht schon Blitze schießen und neben diesem Baum steht auch noch so verloren eine Person, eine Gestalt und das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Illustration für eben ein weißes Land. Und so gibt es in allen Farben, auch der Sumpf aus Odyssey, der reprinted wird, ist ganz, ganz toll. Also ja, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ich weiß nicht, Martin, wenn du die so siehst, die sind halt wunderbar oldschoolig. Oder wie geht's dir, wenn du die siehst?
ich gucke tatsächlich viel zu selten auf diese Basic-Länder. Natürlich, wenn das Set rauskommt, aber ja, also wenn ich die mir anschaue, also mir gefällt jetzt besonders diese eine Ebene, die halt wirklich auch so ein bisschen ja diesen Sepia-Look hat, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, auch der Mountain, also das wirkt tatsächlich so ein bisschen wie aus, ich habe mir ganz am Anfang, habe ich mir mal so Balk-Länder gekauft, damit ich einfach Länder habe zum Draften, wenn ihr vorbeikommt zum Draften. Und daran erinnert mich das also an Länder vor meiner Zeit quasi. Länder, die ich nicht mehr kenne und die ich gerne mal wieder bereisen oder die ich überhaupt mal bereisen möchte. Danach sieht's aus und das schaffen die, glaube ich, hier sehr gut. Ja, genau. Das ist das Gefühl, was sich komplett durch Modern Horizons 2 hindurchzieht. Die Basics spiegeln das wunderbar wider und man hat die Gelegenheit genutzt, um eben Illustrationen, die wunderbar sind, aber nie neu aufgelegt wurden, jetzt einfach mal herauszukramen und denen auch ein Reprint zu schenken. Das macht natürlich was mit dem finanziellen Wert, aber es macht natürlich vor allem etwas mit der Wahrnehmung dessen, was für eine reiche Geschichte Magic hat und wie viele Illustrationen da noch unterwegs sind, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind für den einen oder anderen oder die anderen. Und unterstreicht auch, dass hier wirklich in dem Set jede Karte einen Blick wert ist und in jeder Karte wirklich sehr viel Liebe drin steckt. Also wirklich von Hand ausgesucht, wirklich. Absolut, ja. Mein Platz 6, die ganz besonderen Tasty Reprints in Modern Horizons 2. Schön. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die wir uns teilen, einfach weil sie so toll ist, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich freue mich so. Ich fange mal an, und zwar ist das die Kategorie Bester Flavortext. Und da gibt es einigen guten Flavortext in diesem Set. Und ja, ich sage gleich meine Karte, ich möchte noch davor noch was sagen. Die Karte, die ich rausgesucht habe, der Flavortext da drauf, der ersetzt für mich fast, wenn nicht sogar komplett, die komplette Strixhaven-Story. Was? Möchte ich sagen, wenn ich diesen Flavortext gelesen habe, macht sich für mich eine große Welt, eine spannende Geschichte, auf die ich gerne lesen würde. Und allein in diesen, wie viel sind es, 4 Zeilen Flavortext steckt irgendwie mehr Wärme und Spaß und Erzählfreude drin, finde ich, als ich beim Lesen von der Strixhaven-Story verspürt habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und ist auch ein bisschen überspitzt, aber ich sage einfach mal, welche Karte das ist. Es ist die Karte Spät zum Essen. 3 und ein Weißes für eine Hexerei. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Schon mal irre für Weiß, finde ich, an der Stelle. Und erzeuge einen Speisespielstein. So, diese Karte ist übrigens ein Gesamtkunstwerk, deswegen beschreibe ich jetzt wirklich auch jeden Teil einzeln. Also wie gesagt, wir bringen die Kreatur aus dem Friedhof zurück und erzeugen einen Speisespielstein. Eine beliebige Kreatur, nicht mit Stärke 3 oder geringer oder CMC 3 oder geringer. Ah ja, cool. Und auf der Illustration von Kev Walker sehen wir, also fast wirklich formatfüllend, die zwei Teilnehmer dieses Dinners. Und zwar einmal ein Nashorn, ein Rhinoceros und einmal ein Elefanten, die aber sehr gut gekleidet sind für Tiere dieser Art oder Tiere überhaupt. Die sitzen da sehr gemütlich. Die sitzen vor allem auch, ja. Ja, in ihren Clubsesseln haben Obst auf dem Tisch stehen, sind in feine Westen und Zwirn gewandt und haben Becher in der Hand. Aber nur einer scheint tatsächlich noch am Leben zu sein, und zwar das Rhinoceros. Und der Elefant, der ist so leicht transparent, und anscheinend ist der aus dem Friedhof zurückgekommen und hat dabei das Essen mitgebracht. Und jetzt kommen wir zum Flavortext. Jetzt checke ich das erst, ja. Und der Flavortext sagt eben: Ich wusste, dass du in deinem Verhalten festgefahren bist, mein Freund. Aber nicht einmal ich habe erwartet, dass du unsere Vereinbarung unter den gegebenen Umständen einhalten würdest. Aber ich sehe gerade, da ist ein Fehler in dem Flavortext. Da ist ein Fehler, habe ich jetzt auch gesehen. Oh Gott, ich habe es richtig vorgelesen, aber es steht hier falsch drin. Also diese ganze Geschichte. Das ignorieren wir jetzt, weil diese Geschichte ist einfach toll. Da kommt quasi dieser Elefant aus dem Friedhof zurück, weil er die Essensverabredung mit seinem Freund, die beide auch schon anscheinend älter sind, nicht verstreichen lassen will. Und ja, dann sitzen die zusammen und können ihr Dinner einnehmen. Und ich finde, das ist eine total warmherzige Karte. Es ist eine total schöne Karte. Das spiegelt auch so ein bisschen die Philosophie von Weiß wider. Ich habe auch online gelesen, dass es jetzt auch für viele so Anklänge an die
Isolation während Corona hatte, vielleicht, dass tatsächlich auch jemand gestorben ist, das geht vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit, aber dass man halt so das Gefühl von Einsamkeit hat und jetzt kann man sich dann vielleicht auch wieder treffen und es kommt wieder jemand vorbei und man bleibt halt immer im Gedächtnis. Also wirklich eine total warmherzige Geschichte, die diese Karte erzählt und ja, es hat mir sehr gefallen, schon beim ersten Mal angucken. Die Karte ist echt schön, weil man alle Bestandteile dieser Karte benötigt, um sie zu verstehen. Wenn du einen Teil weglässt, verstehst du sie nicht. Denn mir ging es bis gerade eben so, dass ich nicht ganz gecheckt habe, dass dieser Elefant auf dem Bild eben so halbtransparent ist und damit so ein bisschen geisterhaft dort ja, nur sitzt. Ja, der ist schon tot. Und dachte so ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz. Und jetzt geht mir ein Licht auf und es ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn du sagst, dass das schon ein bisschen durchs Netz geht, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, ist das wieder ein Faden, der in einem Modern Horizons 3 aufgegriffen wird. Und dann kriegen wir das Rhinoceros und den Elefanten sicherlich nochmal auf anderen Karten zu sehen. Ich stelle mir die wirklich so vor in so einem englischen Landgasthof oder Landhaus und der sitzt da schon und wartet auf die Verabredung und pünktlich erscheint halt wirklich dann der Elefant, obwohl er dann tatsächlich erstmal aus dem Grab zurückkommen musste, um die Verabredung einzuhalten. Also wirklich tolle Karte, die ich auch sehr gerne spielen würde, weil sie auch nicht schlecht ist von dem, was sie macht. Also es ist wirklich eine tolle Karte. Cool. Ja, das war mein Flavortext und wie gesagt, der ersetzt mir viele trübe Momente beim Lesen von anderen Magic-Geschichten gerade. Geist, was hast du? bei mir geht's schwarz weiter. Nee, ich habe zwei kleine Honorable Mentions. Es ist wirklich, ich habe auf Scryfall geguckt. Es gibt 198 neue Flavortexte in diesem Set. Und es gibt ein paar schöne. Ich möchte zwei kleine kurze erwähnen. Der eine funktioniert im Englischen besser, der andere funktioniert im Deutschen besser. Auf der Karte Nested Shambler, das ist eine Common Zombie-Kreatur. Ein Mana 1-1. Ein schwarzes Mana. Und der hat diesen wunderschönen Flavortext: Home is where the heart was. Das ganz, ganz simpel. Da muss ich auch sehr lachen. Und ja. Die Illustration, die tut hier Übriges dazu. Finde ich ganz schön. Funktioniert im Englischen, finde ich sehr, sehr gut, weil es im Deutschen gibt es kein so ein richtiges Adäquat, was so gut passt vom Wort her. Und das die zweite Honorable Mention ist, funktioniert wiederum im Deutschen besser, ist das Capricrom. Dreimal ein weißes für eine Ankommen, Artefaktkreatur, Ziege, 2-2. Und die sagt, es ist, was es ist. Was wiederum eine schöne Anspielung ist auf den Mechanismus Artefaktverschlingen 1, hat ihn nämlich. Artefaktverschlingen. Und eine wunderbare Illustration von Drew Tucker. Herr Doktor, ich leide an akutem Artefaktverschlingen. Jetzt mein Sieger. Und zwar auch hier wieder ein großes Throwback. Und zwar ist das Traumschreckensmaul. Ja, wunderbar, wunderbar. Eine blaue Kreatur, zwei Mana, zwei und blau-blau. Eine Common-Kreatur, 6-6, Dinosaurier, Illusion. Und in Anlehnung natürlich an das kolossale Schreckensmaul, den Colossal Dreadmaw, vier Mana, grün-grün für eine 6-6 Dino-Kreatur. Und hier gibt's ein Zitat von Kapitänin Lannery Storm. Im Original ganz kurz: Erinnerst du dich noch, als dies das Schrecklichste war, was du je gesehen hast? Und auf dieser Illusionsversion des Dinos sagt sie: Das war das Schrecklichste, von dem ich glaube, es vielleicht gesehen zu haben. Und das mag ich. Also das ist schön. Das ist einfach so eine, ne, wir haben plötzlich irgendwie eine neue Version dieser Karte und der Flavortext trägt das genauso mit. Und ich hatte es erst gelesen und dachte so ein bisschen, man hat es an der Illustration schon gleich erkannt, worauf die Karte anspielt. Aber wenn ich das noch nicht getan hätte, dann hätte ich sicherlich in diesem Flavortext das gleich mitlesen können. Das war übrigens ein Flavortext, der nur in Rivals of Ixalan gedruckt wurde. Das wollte ich gerade sagen, genau. Also ist auch nochmal für Sammler interessant, die jetzt alle Versionen von Colossal Dreadmaw schon haben. Nur die aus Rivals of Ixalan hat diese Verbindung zu Modern Horizons 2. Ja, ganz, genau. Tolle, ganz tolle Karte. Die, ich glaube, die trampelt auch gleich nochmal später durch diese Folge. Also ja, dieser kleine Throwback ist mein Lieblings-Flavortext des Sets. Toll. Es bleibt flavorvoll. Auf Platz 4 küre ich jetzt einfach mal alle Artworks dieses Sets. Das wäre natürlich ein bisschen zu viel. Ich möchte es etwas
eingrenzen. Und ja, dann möchte ich sozusagen auch noch einen silbernen Tasty verleihen für dieses Set. Also erstmal sind 346 neue Artworks im Set. Wahnsinn. Da hast du jetzt aber alle Varianten und alle Karten mitgezählt. Und ich hoffe ja, ich hoffe. Wenn mir jemand zeigen kann, eine Scryfall-Suche, die sagt, es ist mehr, also es sind auf jeden Fall mindestens 346. Das ist der absolute Wahnsinn und da sind ein paar richtige Perlen dabei. Ja, sag. Entschuldigung, merkt ihr das du mit den Perlen? Ich muss an dieser Stelle wirklich nochmal ganz kurz hinweisen, wie toll Scryfall ist und ich auch schon die ganzen letzten Folgen eigentlich immer nochmal erwähnen wollte. Ganz am Anfang, wo wir den Podcast gestartet haben, hat uns jemand von Scryfall auch nochmal unterstützt bei einer Suche, wo wir, glaube ich, den goldenen Tasty gemacht haben. Vielen Dank, das habe ich, glaube ich, in der Folge vergessen und diese Seite, dieser Service hilft uns wirklich in der Vorbereitung von unseren Folgen enorm. Genau. Geist, mach weiter, du warst bei Perlen. Macht eine gute Vorbereitung überhaupt erst möglich. Ja, ich möchte ganz kurz auf zwei Sachen hinweisen, die vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Zuhörerin entgangen sind. Und zwar ist es einmal die Rückkehr von bekannten Illustratoren, ich möchte vor allem zwei herausstellen, die quasi wiederkehren. Das eine ist Drew Tucker, den ich gerade schon mit dem Capricorn erwähnt hatte. Drew Tucker, der hat so Karten wie zum Beispiel Warmth, Wärme, den wir im Adventskalender erwähnt hatten, ja, also so aquarellige Zeichnungen hat er gemacht, illustriert und einen ganz, ganz abgefahrenen, herausstechenden Stil geprägt. Und der ist plötzlich wieder da. Der hatte zwar mal zwischendrin, also 2014, mal eine Karte illustriert in so einem, ja, irgendeinem Special Set, aber hat tatsächlich zuletzt 2008 für ein Set, glaube ich, zwei oder drei Illustrationen gemacht. Also ganz, ganz toll, dass er wieder da ist. Man sieht, er hat sich entwickelt. Er ist nicht mehr derselbe. Seine Artworks sind nicht mehr dieselben oder nicht mehr im selben Stil gezeichnet wie die alten. Aber umso geiler. Wir können diesen Typen neu entdecken. Er ist wieder da und hat, ich weiß gerade gar nicht, wie viel, ich glaube, 4 neue Artworks gemacht für Modern Horizons 2. Lass mich kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei das eine quasi die Skizze ist von Fractured Sanity. Also Brainstone, So Shiny, Fractured Sanity, Marble Gargoyle und Capricrome sind Karten, die er neu illustriert hat. Und Richard Kane Ferguson ist back, verkauft jetzt, also hat auch schon, ist vielleicht dadurch aufgefallen, dass seine Artworks für viel Geld verkauft wurden, die Ölgemälde dafür. Er hat zwei neue Werke beigesteuert. Bei ihm ist es so, der hatte immer wieder mal zwischendrin und sogar 2020 mal ein Artwork gemacht, aber für so ein richtiges Set und mehrere Artworks für ein Set hat er 2008 zuletzt illustriert. Ganz, ganz toll, den wieder dabei zu haben und ja, in vielerlei Hinsicht auch erneut ein Throwback. Was heißt es auf Deutsch? Oder hast du ein Synonym? Ich würde gerne ein anderes Wort verwenden oder ich benutze es einfach ab sofort nicht mehr. Reminiszenz kenne ich, aber das klingt gut. Vielleicht schon ein bisschen zu schwierig vielleicht. Ich möchte eine Newcomerin noch erwähnen, ja, also und zwar ist, ich möchte noch eine Newcomerin erwähnen, die für die das jetzt quasi das zweite oder dritte Set war, wo sie was illustriert hat. Und zwar ist das Martina Fakova. Mhm. Die hat Loose Focus und Dragon's Rage Channeler illustriert. Und Loose Focus ist mir so richtig aufgefallen. Zieht euch das einfach mal rein. Ich würde sagen, da ist so eine Art, ja, ist das eine Mönchin, eine Frau in so einer Kutte, die halb über den Kopf gezogen ist, oder eine Person, die eine Glatze hat. Ich weiß nicht, ob man das so richtig als Frau identifizieren kann. Und die hat so, ja, ganz grotesk ihre Arme von sich gestreckt, als würde sie zaubern wollen, aber der Zauberspruch will nicht so richtig herauskommen. Wirklich, wirklich toll. Die ist mir schon mit Blood on the Snow bei Kaltheim aufgefallen und ja, auch Return toll. Upon the Tide. Und wie ich gerade sehe, hat sie auch schon im 21 eine wahrscheinlich so eine Testillustration gemacht. Und ja, jetzt ist sie zurück. Und das ist definitiv eine Illustratorin, die ich im Auge behalten werde, weil mir wirklich gut gefällt, wie sie diese Figuren zeichnet und was mit den Körpern in diesen Bildern passiert. Ganz toll. So, und jetzt gibt's einen silbernen Tasty, Martin. Ich bin aber gespannt. Und es gibt einen gewissen Bias hier, ja. Ich bin in gewisser Weise voreingenommen, denn der silberne Tasty geht an Siddharth Chaturvedi. Ja. Derjenige, mit dem wir ein Interview zuletzt geführt haben. Und ich bin insofern vorbelastet, dass ich
ja, viel erfahren habe über seine Art und Weise zu malen, darüber, wie kompliziert es ist, in Öl zu malen. Und als diese Karte, die ich küre, die er illustriert hat, rausgekommen ist, gab es sehr, sehr viele Kommentare von anderen KünstlerInnen, die eben unterstellt haben, dass es unmöglich in Öl gemalt worden ist. Und zwar geht es um Doughty Leerenwanderer oder den Dorothy Voidwalker. Der hat natürlich schon spielerisch für Furore gesorgt, aber für mich sorgt er für Furore aufgrund der Illustration. Nämlich, man sieht hier ein Schattenwesen. Der hat halt Shadow auch im Text, also Irrealität, ist ein Räuber und er tritt hier quasi als personifizierter Schatten auf. Und das ist ganz, ganz toll, wie er mal an einigen Teilen des Bildes quasi nicht transparent ist und ne, die Faust, in der er den Dolch hält, der schaut so hinter einem Baum hervor. Das wirkt halt, der wirkt solide und der Ast, der dahinter ist, nicht durch diese Faust hindurchzukennen, aber sein Kopf ist so halb transparent und seine Hand, die vermeintlich auf diesem Baum, der vor ihm steht, liegt. Das ist gar keine Hand, das ist wirklich nur ein Schatten. Mhm. Und wie er diese Übergänge hinbekommen hat, wie er eine echte Transparenz hinbekommen hat, ohne einfach an einem Photoshop-Transparenzregler zu schieben, das ist wirklich grandios und ist auch wirklich so anders als die Dinge, die er bisher gemacht hat. Ne? Auch hier wieder haben wir starke Kontraste, ein tolles Spiel mit Licht und Schatten, buchstäblich Spiel mit Schatten, ne? Wo ich noch im Interview seine Lichter und seine grellen, harten Lichter hervorgehoben habe, sind es hier tatsächlich die Schatten und die dunklen Töne, die total faszinierend sind. Er bleibt seinem Stil treu. Dennoch habe ich das Gefühl, hier hat er sich in gewisser Weise auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ein paar neue Sachen ausprobiert. Ich muss aber auch sagen, was ich wieder erkenne, ist tatsächlich, dass halt auch die Dunkelheit noch gut erkennbar ist bei ihm und jetzt nicht einfach wegsumpft, obwohl es wahrscheinlich in einem Sumpf spielt hier. Ja, aber auch wirklich, es ist alles das zu sehen, was zu sehen sein soll und alles so beleuchtet, auch die Dunkelheit, dass alles an der richtigen Stelle zu sein scheint. Ist ganz, ganz, ganz faszinierend und ich bewundere Menschen, die das können und er gehört definitiv dazu. Silberne Tasty für Siddharth Chaturvedi. Ja, toll. Da ist mir der Trenner fast abhanden gekommen. Nummer 3 sind wir schon angelangt und jetzt kommen wir zu meiner fast Lieblingskategorie, für die ich sogar ein eigenes was vorbereitet habe und Kenner wissen gleich, worum es geht, wenn sie das hier hören. Ist es weg? Es hat sich sicher erschrocken und ist wieder in den Baum geflitzt. Eichhörnchen! So ist es. Eichhörnchen-Alarm in Tasty MTG. Ein Einspieler aus... Das ist die Epoche der Filme, die man sich noch lieber synchronisiert anhört als auf jeden Original. Fall. Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ein Klassiker zu jedem Weihnachten. merke ich mir schon mal vor für den Adventskalender dieses Jahr. Genau, es soll gehen um Eichhörnchen. Die sind jetzt endlich wieder zurück, offiziell in Magic. Die haben sich so langsam rangepirscht, nachdem sie Mark Rosewater wahrscheinlich jahrelang vehement verteidigt hat gegenüber seinen Chefs. Mit Brotkrumen angelockt hat, ja. Denn die waren ganz, ganz lange weg aus Magic, nachdem sie eigentlich noch nicht so richtig da waren. Ich habe mal geguckt, es gab gar nicht so viele Karten, die wirklich schon Eichhörnchen waren. Ich habe zwei tatsächlich nur gefunden. Aus Odyssey, einmal Crozen Beast, Squirrel Beast ist es mit Threshold. Und dann kriegt das Crozen Beast +7/+7. Das war die eine Karte, die ich gefunden hatte. Und das andere war Squirrel Mob. Das ist auch ein Eichhörnchen. 2/2, Squirrel Mob kriegt +1/+1 für jedes andere Squirrel auf dem Battlefield. Und alle anderen Eichhörnchen, die den Ruf von Magic so ein bisschen mitgeprägt haben, waren immer Tokens, die entstanden sind durch so Karten wie Deranged Hermit oder andere Karten, die eben Eichhörnchen-Tokens gemacht haben. Und dann waren die so ein bisschen weg und eigentlich nur noch in den Silver-Bordered-Sets zu finden. Und Mark Rosewater hat das immer so ein bisschen gewurmt und er hat wahrscheinlich jetzt wirklich starke Lobbyarbeit betrieben, dass sie so langsam zurückkommen. Und sie waren ja schon in Unstable, gab es ein sehr starkes Eichhörnchen-Thema, das wurde dann nochmal aufgenommen mit Unsanctioned. Und das erste offizielle Squirrel
in Blackborder gab es dann in Ikoria mit dem Helica-Glider, im Deutschen heißt das Helixwald-Gleithörnchen. Das war dann auch gleich ein Nachtmar-Eichhörnchen in Weiß, also wirklich gleich mal in eine ganz andere Richtung gegangen. Nicht schwarz. Das Ding hat auch 6 grün. Beine, ne? Ja, ist total irre. Ist es damit ein Insekt, frage ich dich. Nicht laut der Typ. Ist natürlich nicht. Es ist ein Albtraum dadurch, ein Nightmare. Und dann gab es eben in Kaltheim, gab es dann Toski als legendäres Wesen des Weltenbaumes, das Eichhörnchen. Ja, und jetzt haben wir gleich eine ganze Batterie an Eichhörnchen, nachdem es in Strixhaven noch eins gab. Und auch legendäre Eichhörnchen mit dabei mit Chatterfang, dem Eichhörnchen-General. Und ich freue mich sehr, dass dieser Kreaturentyp wieder salonfähig gemacht wurde. Schnatterzahn heißt übrigens Chatterfang im Deutschen. Geil. Es ist halt so eine total untypische Kreaturentyp für Magic, aber eigentlich auch wieder nicht. Also ich finde, der ist total vielseitig einsetzbar. Man kann super drauf mutieren und ich freue mich auch schon sehr, wenn ich mein Deck baue, wo ich dann mit Eichhörnchen wilde Mutationen anstellen darf. Und ich freue mich sehr, dass die jetzt nicht nur als Tokens existieren dürfen, sondern wirklich auch als richtige Karten. Und der Twist, den Magic macht bei den Eichhörnchen, ist ja, dass sie die so ein bisschen als diebisch trickreich, also diese nicht Dark Elves, sondern Dark Squirrels ist, glaube ich, so die Richtung, in die so ein bisschen ziehen. Also sind ja hauptsächlich in Grün und Schwarz zu finden. Und die machen halt sehr viel Schabernack und haben auch so eine geheime Agenda, glaube ich, durch die ganze Magic-Welt. Und mit Schnatterzahn, dem General, wird jetzt vielleicht auch ein bisschen offenkundiger, dass die Eichhörnchen eigentlich die Weltherrschaft anstreben. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir dann dieses Set haben, wo das passiert. Also nicht Hour of Devastation, sondern vielleicht Hour of the Chestnuts. Es gibt ja echt noch ein paar andere Karten, ne, die auch auf Eichhörnchen anspielen und Eichhörnchen-Illustrationen haben und so weiter. Acorn Catapult. Denn die, genau, was ist denn das für eine Karte gleich nochmal? Das ist ein Artefakt und da kannst du eins bezahlen. Ein Artefakt ist das, ja genau. Ja, erzähl mal, sag mal kurz. Kannst du eins bezahlen und es tappen und dann macht es einen Schaden zu einem Spieler oder zu einer Kreatur. Und dieser Spieler erzeugt dann aber einen grünen Eichhörnchen-Kreaturenspielstein. Also man schießt quasi ein Eichhörnchen auf den Gegner, macht einen Schaden, aber er hat dann dafür das Eichhörnchen. Es gibt diesen wunderschönen Kanal, den wir euch noch verlinken werden, fällt mir gerade nicht ein. Der hat so eine kleine Illustration dazu gemacht, wo man dieses Eichhörnchen sieht mit seiner Maschine daneben. Und dann steht neben ihm dieser Merit Lage, diese 2020-Kreatur, die auf diesem Token halt ist, ne? Und es sieht da ein bisschen, guckt ein bisschen ängstlich rein. Und das Eichhörnchen zeigt so sehr, sehr bestimmt auf seine Maschine, so als ob du steigst da jetzt rein, ich muss jetzt mit dir schießen. Genau, das fand ich wirklich witzig. Ah, das, was du meinst, das bezieht sich auf Chitters bitte, also die Karte, die jetzt tatsächlich auch im Set drin ist, der Eichelspeier. Und da kannst du zu Beginn deines Versorgungssegments eben einen Token opfern. Und natürlich, wenn du diesen Marit Lage Token opferst, dann ist es eben auch nur ein Token. Und der schießt dann aber trotzdem nur diese kleine Eichel vorne raus. Ja, genau, das meine ich, richtig. Also wirklich ganz, ganz tolle Ideen hier wieder mit den Eichhörnchen und ich finde, die passen sehr gut zu Magic und bringt es auch wieder auf eine Ebene runter, die dann eben nicht so bitterbier ernst ist. Und ich bin gespannt, was demnächst in anderen Sets, wo sie da die Eichhörnchen so als Wimmelbild-Suchspiel reinbringen. Da erinnere mich an das Comic Mosaik aus der DDR, wo in jedem Comic so ein Maikäfer versteckt ist, der Marienkäfer. Und ich wünsche mir einfach jetzt in jedem Set ein geheimes Eichhörnchen. Das wirst du bestimmt bekommen, zusätzlich zum Fibblethip. Das ist mein Wunsch. Ist Fibblethip in Modern Horizons 2? Ich glaube nicht. Beziehungsweise, wenn ihr ihn gefunden habt, dann schreibt uns. Ja. Auf Platz 2 sind die Draft-Archetypen. Mensch, hat mir Modern Horizons 1 Spaß gemacht. Ja. Modern Horizons 1 ist vielleicht das mein Lieblingsdraft-Set gewesen ever, von den Sets, die ich draften konnte, oder zumindest in der Top 2. Mit irgendwo oben Cards of Tarkir fand ich noch ganz toll, aber darum soll es nicht gehen. Modern Horizons 1 hat riesen Spaß gemacht, weil es eben so absurde Draft-Archetypen gab. Was war dein Liebster? Creature Fall,
hat mir Spaß gemacht, natürlich, also dass man nicht nur für die Kreaturen irgendwie belohnt wird, die im Spiel sind, weil man mit denen angreifen kann, sondern immer für das ins Spiel kommen von Kreaturen werden Sachen ausgelöst oder dieser Hirsch, der dann unzerstörbar wird und so. Das fand ich richtig toll. Oder Länder im Friedhof fand ich irgendwie absurd, aber total gut und es hat sich so, also ich weiß gar nicht, es hat wirklich für unterschiedliche Decks gesorgt, die sich nicht so sehr in die Quere gekommen sind und man hat für sehr abwechslungsreiche, gut balancierte Spiele gesorgt. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gedraftet habe, 4-mal oder so. Drei oder 4-mal habe ich jetzt auch gesagt. Irgendwie sowas. Und das war ganz, ganz toll. Und Modern Horizons 2, wir haben es noch nicht gedraftet, muss ich dazu sagen. Aber allein für ja die Ideen, die drin stecken, landet für mich klar auf Platz 2, ganz, ganz weit oben in der Top 10. Und ich würde einmal ganz kurz durchgehen, die Liste der Draft-Archetypen, ja, die es gibt. Und zwar haben wir in Weiß-Blau Affinity, also da geht's rund um Artefakte. In Blau-Schwarz Self-Discard, also eigene Karten aus der Hand abwerfen, ne? Auch wenn das normalerweise irgendwie eigener Nachteil ist, versucht man sich hieraus einen Vorteil zu verschaffen. Das wird allerdings nochmal abgegrenzt und schwarz-rot, klassisch Madness. Ihr kennt die Mechanismen, ich muss sie nicht großartig erklären mit Sicherheit. In Rot-Grün haben wir Storm, was ich spannend finde. Also für möglichst viele Spells, die gecastet werden, bekommt man, oder die auf einmal gecastet werden, bekommt man Bonnie. In Grün-Weiß +1/+1 Counter. Relativ klassisch, aber finde ich, gehört einfach immer irgendwie mit dazu. Ich will natürlich auch meine Würfel nutzen können, wenn ich sie schon mitbringe zum Draften. Ich will neue Karten für Pier und Tufi. In Weiß und Schwarz Reanimator, also schön Sachen zurück aus dem Friedhof bringen, passend zu der Karte Zu spät zum Essen, die wir schon erwähnt hatten. Blau-Rot Delirium, das finde ich ganz, ganz toll, weil das ist ein Mechanismus, der eigentlich irgendwie gefühlt in Schwarz und Grün zu finden ist. Den hatten wir in, was war das, Shadows of Innistrad, Eldritch Moon, wie auch immer. Mhm. Also zählt quasi die Kartentypen in deinem Friedhof. In Grün-Schwarz haben wir stattdessen allerdings Sacrifice und damit in Verbindung auch die Eichhörnchen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil die Eichhörnchen würde ich jetzt auch irgendwie nicht ganz so dunkle Gefilde irgendwie einordnen. Das haben wir ja schon mit den Elfen zuletzt erlebt, die sehr stark in Schwarz und Grün zentriert wurden. So, und hier haben wir irgendwie die Dunkel-Eichhörnchen. In Rot und in Weiß haben wir das erwähnte Bausteine, also Modular. Also viele Artefakte, Counter drauf, Sachen sterben, Counter wandern durch die Gegend, lässt sich sehr, sehr schön natürlich verbinden mit den grün-weißen +1/+1 Countern. Und in, ja, Grün und Blau haben wir diese ganzen tollen Tokens, Food-Tokens, Speisespielsteine, Schatzspielsteine und Hinweisspielsteine, also Clues, Treasures und Food in einer witzigen Kombination. Und es gibt ja sogar eine Karte, die irgendwie alles dreis ins Spiel bringt. Finde ich toll, finde ich absurd. Lässt sich natürlich auch da wieder, ne, mit Sachen, die man opfert, Sachen, die hin und her bewegt werden, lässt sich alles super schön kombinieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie die Karten ineinander greifen, ob bestimmte Draft-Archetypen deutlich besser funktionieren als andere. Aber sag du mir mal, hast du vielleicht spontan im Kopf, was du gern mal davon draften möchtest? Also beim letzten Mal habe ich ja gerne dieses Goblins-Deck gedraftet in Schwarz-Rot, wo dann Goblins ins Spiel kam, die konnte man dann opfern für ganz lustige Sachen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch bei diesem Sacrifice Squirrels angedockt, weil Schwarz-Grün einfach auch eine Kombination ist, die mir sehr, sehr Spaß macht. Und ich glaube, ich würde versuchen, dieses Deck zu draften. Ich glaube, da würde ich hin tendieren. Ja, ich hätte Bock Self-Discard Madness, so in Grixis Farben irgendwie mit Schwarz in der Mitte. Das würde ich sehr, 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 sehr gern mal machen. Da hätte ich Bock drauf. Das ist übrigens auch mal das Spannende, wo es dann auch noch Überschneidungen gibt zu den anderen Archetypen, wo du dann vielleicht nochmal so einen Splash reinmachen kannst und dann eine Kombination möglich machst, an die du am Anfang gar nicht gedacht hast. Das war auch so ein großer Glücksmoment für mich immer in Modern Horizons 1. Das machen die meines Erachtens auch immer besser in den letzten Jahren, dass sie das gleich mitdenken. Das haben sie schon immer irgendwie gemacht, aber in den letzten Jahren, finde ich, hat das noch mal mehr Zug aufgenommen und wird konsequenter umgesetzt. Ja, aber weil es so viele unterschiedliche Draft-Archetypen gibt und weil die ja vielleicht auch nicht gleich zu erkennen sind, haben sie
so eine kleine Übersichtskarte über die Draft-Archetypen, also eine Tipp-Top-Karte dann irgendwie mit eingefügt. Und die ist wirklich cool. Ich habe mich ein bisschen auf Twitter umgeschaut und die Leute, die getextet haben, die sich erdacht haben und so, die sind alle total stolz und twittern, hey, ich habe ja mitgemacht an dieser Karte und so, wie findet ihr die? So, wo sonst andere mal irgendwelche Rares und Mythics erwähnen, geht's halt hier um diese kleine Beilagenkarte und oder Speisenkarte vielleicht. Ja. Finde ich, sollte jedes Set rein, sowas. Finde ich wichtig, finde ich toll. Habe ich auch gelesen und habe ich auch drunter geschrieben. Finde ich wirklich eine richtig coole Idee. Macht Einsteigern das Spiel leichter und jeder, der ein Set zum ersten Mal spielt, ist ja in irgendeiner Form auch ein Einsteiger oder eine Einsteigerin. Also richtig cool, mein Platz 2, diese verrückten, coolen, irgendwie überlappenden, aber trotzdem challenging, herausfordernden Draft-Archetypen. Ich freue mich sehr, wenn wir das draften. Ich hole die Boosterbox Freitag ab. Oh yeah. Da sind wir schon bei der Nummer 1 angekommen. Trommelwirbel. Und die Nummer 1 ist die beste Anspielung auf eine bestehende Karte. Also auch nochmal ein Throwback. Der Throwback an sich. Genau, und ich darf den präsentieren oder wir präsentieren den zusammen oder jeder präsentiert einen. Für mich ist es eine Karte, die haben wir schon mal erwähnt. Und zwar tatsächlich das Traumschreckensmaul, beziehungsweise die blaue Version vom kolossalen Schreckensmaul. Ja, auf jeden Fall. Auch wieder illustriert von Jesper Eising. Eine 6-6 trampelnde Kreatur. Stimmt, in Blau. Ja. Ja, ja, ja. Für 2 Mana weniger als in Grün. Aber eben mit dem Nachteil, dass wenn das Traumschreckensmaul das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, dann wird es geopfert, weil es eben eine Illusion ist. Und diese alte Triggered Ability von Illusionen wird hier nochmal ausgelöst. Und es gibt 2 Punkte, warum mir diese Karte sehr gut gefällt, warum die für mich an dieser Stelle nochmal genannt werden sollte. Zum einen dieser Blick, den die Macherinnen und Macher auf das Set gemacht haben oder geworfen haben, dass eben auch eine ganz normale Common und wirklich eine Common, die sehr oft gereprintet wurde und wo schon Scherze drüber gemacht wurden, dass die jetzt in jedem Set drin ist, kriegt hier nochmal einen ganz anderen Spin und alle reden drüber, alle finden es toll und sie fühlt sich nicht grün an, sie fühlt sich blau an, weil sie eben jetzt dann auch diesen Nachteil hat, als dass sie Illusion ist und sie macht einfach alles richtig und ist trotzdem so ein Augenzwinkern an Leute, die schon sehr, sehr lange Magic spielen und das schafft sie sehr, sehr gut. Und das zweite ist, das erste Deck, das ich mir gebaut habe, ohne dass ich damals schon wusste, was es für Formate und Typen von Magic-Decks gibt, habe ich mir ein blaues Deck gebaut und die erste Karte, die ich mir bestellt habe beim Card Market, war der Lord of Illusions, also der wirklich allen Illusions +1/+1 gibt. Und da dachte ich, oh toll, das ist die beste Karte. Und wenn ich dann mir so ein blaues Deck baue mit nur Illusions, dann funktioniert das. Und das Deck habe ich auch noch. Und ach, jetzt, wirklich, ja? Ja, das habe ich noch. Und es ist modern legal. Ich weiß nicht, ob es modern gut ist, aber es ist modern legal. Und ich würde die da reinbauen. Und wer Lust hat, wenn ich mal die Gelegenheit gibt, dann nehme ich das mit. Und dann würde ich gern mal mit meinem blauen, monoblauen Illusions-Deck und dem Traumschreckensmal, das da jetzt drin sein wird, eine Runde modern spielen, weil dafür ist es ja Modern Horizons. Und ja, ich finde, ein Modern-Deck sollte man haben, auch wenn man nicht ein Monatsgehalt dafür ausgegeben hat. Ja. So oft wie wir das kolossale Schreckensmaul im Draft gesehen haben, so oft werden wir, glaube ich, bei MH2 Drafts das Traumschreckensmaul sehen. Es ist einfach eine gute Karte. Denn 4-Mana 6-6 Kreatur ist einfach, die trampelt, ist einfach nicht ohne. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern im Set so, also ich müsste es recherchieren, aber ich habe es gerade nicht so Pinger verteilt sind. Also ne, wenn ich einen Schaden drauf schicke oder die Kreatur tappen lasse oder irgendwas, irgendwie schaffe es, die anzuzielen, dann wird die halt sofort zerstört damit oder geopfert. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass sie stark genug ist, um die ein-, zweimal, vielleicht sogar dreimal ins Deck reinzupacken, um halt irgendwie den ja, ein- oder zweimal durchzuswingen damit. Dann hast du irgendwie schon 12 Schaden durch. Das macht schon was. Keine Ahnung, wie gut es ist. Das würde auf jeden Fall der Timmy-Guys machen. Du kannst sie aber nicht dem Eichelspeier opfern. Weil vorher opfert sie sich selber. Ja, das ist ein bisschen schade. Oh nee. Ja, genau. Aber du hast ja auch noch was rausgesucht, was für dich der Throwbacks ist. Knüpfe natürlich nahtlos an alles, was du gerade gesagt hast. Und für mich ist es der
Timeless Witness, die zeitlose Zeugin, in Anlehnung an Eternal Witness, die ewige Zeugin. Ja, Eternal Witness ist eine Karte, die mit Sicherheit jeder von euch in irgendeinem Deck spielt, in irgendeinem, ja, wenn man Commander spielt, dann muss diese Karte quasi mit rein. Wenn man grün spielt. Ich weiß nicht, ob sie in Modern jetzt viel gespielt wird, da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Wahrscheinlich kostet sie dafür zu viel mit CMC3. Also Eternal Witness ist, ich erwähne die kurz, weil sich der Timeless Witness direkt drauf bezieht, also Eternal Witness bringt halt eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück, wenn sie ins Spiel kommt. Eine 3-Mana, also 1 grün-grün, Kreatur, Mensch, Schamane, mit Stärke, Widerstandskraft 2-1 und Timeless Witness kostet ein bisschen mehr. Also die zeitlose Zeugin kostet 2 grün-grün, ist auch eine 2-1, Mensch, Schamane, eine Kreatur. Und die macht das Gleiche, wenn sie ins Spiel kommt, bringt sie eben eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Jetzt ist das Ding halt mit der Eternal Witness, der ist halt nicht eternalized. Wenn du dich erinnerst, du hast es am Anfang erwähnt, dieser Mechanismus aus Hour of Devastation, da kann man eben eine Karte aus dem Friedhof nochmal verewigen. Ja, also die ewige Zeugin ist halt nicht ewig oder nicht verewigt, aber die zeitlose Zeugin, die kann man wiederum verewigen. Das heißt, man kann, sobald sie im Friedhof liegt, 5 grün-grün bezahlen, sie ins Exil schicken und dann eben einen 4-4 schwarzen Zombie-Mensch-Schaman ohne Mana-Kosten ins Spiel bringen. Und die ist dann quasi eine Kopie, also ein Spielstand, eine Kopie von der zeitlosen Zeugin ist. So wie man das eben bei Hour of Devastation auch schon mit ganz vielen anderen Karten machen konnte. Das heißt, die zeitlose Zeugin, die kann man jetzt eternalisen und die kommt dann ins Spiel nicht ganz als ein Eternal Witness, aber in direkter Anspielung drauf. Also es ist eine wunderschöne Verschränkung, das ist eine wunderschöne Idee, die sich hier sogar in der Übersetzung erhalten bleibt mit der ewigen Zeugin und der zeitlosen Zeugin, die man aber wiederum verewigen kann. Also es ist ein bisschen so ein kleines Paradox, wenn man so möchte. Aber es ist eine wunderschöne Anspielung. Auch die Illustration spielt wunderschön drauf an. Ganz tolle Karte. Auch eine Lieblingskarte von mir, die ich sehr, sehr gern spiele. Mhm. Und wo ich sehr, sehr stark hoffe, dass ich sie draften werde. Ja, da sind wir durch. Das waren die Top 10. Und es waren unsere Top 10. Das müssen jetzt nicht eure Top 10 gewesen sein, aber das waren nur 10 von den vielen, vielen tollen Sachen, die in Modern Horizons 2 drin stecken. Und es ist wirklich ein tolles Set. Und bevor wir jetzt zur Nachspeise kommen, wollen wir beide noch ein bisschen über das Set sprechen oder was es für uns eigentlich ausmacht. Ja, willst du kurz du anfangen? Hast am Anfang so erwähnt, dass es sich wie ein silberrandiges Set anfühlt, ja. Martin. Ja, nachdem wir jetzt diese ganzen Sachen durchgegangen sind, kann ich dem irgendwie schon beipflichten, aber irgendwie auch nicht, ne, weil so die Albernheit fehlt, aber was drin ist, ist trotzdem ganz, ganz viel Nostalgie und Anspielungen und so weiter. Nochmal abschließend gefragt, wenn du jetzt so auf das Set an sich blickst und auch auf unsere Top 10, wie, unmöglich sozusagen findest du Modern Horizons 2 eigentlich? Ich finde es gar nicht unmöglich und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel mehr Magic-Sets diesen Ansatz verfolgen würden, weil es steckt sehr viel Liebe zum Spiel drin, es steckt sehr viel Wissen ums Spiel drin und sehr viel Könnerschaft, diese Karten zu gestalten, dass sie sich verrückt anfühlen, aber trotzdem richtig. Also bestes Beispiel ist auch noch gerade mal das Traumschreckensmaul. Man lacht drüber, weil man eine Karte wiedererkennt, aber eigentlich macht sie alles richtig, was eine blaue Karte mit den Stats machen sollte. Und das merkt man auch bei ganz, ganz vielen Karten. Sie haben sich wirklich gut überlegt, dass keine Karte aus dem Rahmen fällt, aber trotzdem Sachen machen, die man so noch nicht gesehen hat. Und vielleicht helfen da tatsächlich die Ansätze, dass man da ein bisschen mehr Mut entwickelt, auch so verrückte Sachen mal zu machen und nicht immer nur auf den ausgetretenen Pfaden geht, sondern vielleicht einfach auch noch den Parallelweg beschreitet. Und das schaffen diese Modern Horizons Sets wirklich sehr, sehr gut, dass sie mich da abholen, wo ich mich als Spieler ernst genommen fühle und nicht einfach mit super splashigen Karten, die im nächsten Monat gebannt werden, gelockt werde, das Set zu kaufen, sondern einfach indem auch wirklich so Kleinigkeiten mich da abholen, wo ich das Spiel gerne spiele und wo für mich die Stärken des Spiels liegen. Ich finde die nicht so sehr als silberrandig, aber trotzdem stimme ich dir total zu. Es fühlt sich wirklich an, dass hier kein Platz verschenkt wurde. Selbst jede Common hat einen Flavortext mit einer Anspielung bekommen, hat ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit erhalten.
Vielleicht, weil Modern Horizons 1 so ein großer Erfolg war und die Erwartungshaltung dann natürlich bei allen SpielerInnen so groß sind gegenüber Modern Horizons 2 und weil sie wussten, hey, wir machen es einfach mal so teurer und müssen denen dann dafür trotzdem irgendwas bieten, ohne die vor den Kopf zu stoßen, wer weiß. Was auch immer der Grund war, man merkt, hier steckt wirklich wahnsinnig Liebe bis ins letzte Detail drin. Ich möchte noch und das macht es für mich super tasty. Ich möchte noch einen Vergleich machen, der mir jetzt noch in der Vorbereitung für die Sendung gekommen ist. Und zwar, als War of the Spark rauskam, da haben ja alle gesagt, oh, parallel läuft im Kino Avengers Endgame und Avengers Infinity War. Und das ist ja jetzt, Zufall oder nicht, das ist jetzt die Magic-Version von der großen Kulmination der Geschichte im MCU, also Marvel Cinematic Universe. Und da kann man jetzt davon halten, was man will. Und sie haben auch War of the Spark sehr in die Richtung gepusht. Aber ich finde, wenn man diesen Vergleich weiterzieht, dann wird es eigentlich mit Modern Horizons und Modern Horizons 2 erst richtig rund, weil so wie das MCU jetzt auch in eine neue Phase eintritt und mit den ganzen Fernsehserien jetzt sehr viele Details und Nebenhandlungen nochmal ausbreitet und so kleine Easter Eggs nochmal eine eigene Folge bekommen in diesen ganzen Serien, sei es jetzt Loki oder WandaVision, das ist eigentlich für mich jetzt Modern Horizons 2. Man ist sich seiner eigenen Geschichte bewusst, man kann spielerisch damit umgehen, man kann den Fans sagen, guck mal hier, da hast du doch im 10. Marvel Universe Film, hast du doch die Person kennengelernt und die spielt jetzt in der Folge wieder mit, also diese ganzen Bezüge aufeinander, das machen jetzt eigentlich solche Sets wie Modern Horizons 2 sehr, sehr richtig und deswegen stellt sich auch dieses Gefühl der Nostalgie und so dieses wissende Kopfnicken unter Magic-Spielern ein, wenn sie über dieses Set sprechen, weil man sich irgendwie zugehörig fühlt und weil man einfach schon so lange dabei ist, dass man diese ganzen Gags und Insider-Späße kennt und versteht. Das ist für mich die große Stärke von Modern Horizons. Das nachgeholte, echte Iconic Masters, wenn man so möchte. Ja, also, Chapeau. Und bevor wir jetzt aus allen Nähten platzen, ob dieses opulenten Sets, gehen wir noch in die Nachspeise. Ja. Und auch da haben wir was aus dem Underworld Cookbuch zubereitet. Das letzte Mal erwähne ich Asmo Radamadika, da ist in der Kuldaka und ihren wunderschönen Flavortext auf der Karte Sauté. Denn zum Nachtisch servieren wir sortierte Bubbel. Und es macht es extra rund, denn es ist eine Silberborderkarte. Und nein, es heißt nicht sortierte Buttel. Sortierte Bubbel, sondern sortierte Bubbel. Sortiert. Ja. Sautiert. Wie meine Oma vielleicht also gesagt hat. Ausgesprochen, aber nur, falls hätte. Jemand mit dieser Art der Zubereitung nicht vertraut ist. Sortieren. Gut. Ja, als Nachspeise. Weil wir auch schon eine Weile jetzt hier sitzen und sprechen, ganz, ganz kurz am Ende. Erstmal schön, dass ihr uns zugehört habt. Gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback. Sucht uns auf den einschlägigen beziehungsweise ihr habt uns schon gefunden auf den einschlägigen Podcast-Kanälen, aber hinterlasst uns eine Bewertung. Schickt uns irgendwie einen Stern rüber. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform man was machen kann. Tut, was ihr könnt, um anderen Leuten zu vermitteln, hey, das ist cool und die können da auch mal reinhören, wenn sie wollen. Jede Bewertung, auch Kritik, ist willkommen. Ihr findet uns auf Twitter unter tasty_mtg. Und da könnt ihr uns folgen. Das ist der Kanal, auf dem ihr uns ansprechen könnt und wo wir sehr, sehr gern mit euch in Kontakt treten können und über alles, jegliche Matching Basics und versteckte Fibble-Thips uns austauschen können. Und zuletzt möchte ich noch einen kleinen Shoutout geben, denn ich bin so froh, für mich ist die Pandemie over. Es ist sie natürlich noch nicht, erschreckenderweise noch nicht, aber zum Glück hierzulande wird's immer besser. Können sich viele von uns impfen, wird's besser, wir können uns gut testen lassen und wir können endlich rausgehen und ja, ein paar Leute in einem sicheren Rahmen treffen. Und so konnte ich neulich treffen unsere Kollegen, ja, und ich würde sagen Freunde vom Radio Ravnica, das ist einmal der Robin, mit dem wir neulich schon gemeinsam auch mit dem guten Marc, mit dem MTG Blackset, eine Folge aufgenommen haben oder zwei Folgen aufgenommen haben. Und ich konnte Fritz vom Commander Kompass treffen.
Genau, und wir haben gemeinsam sogar gezockt. Und das war ganz, ganz toll. Das hat richtig viel Laune gemacht, endlich mal sich gegenüber zu sitzen. Es ist eine Art Blind Date, obwohl man schon längst weiß, wie man aussieht. Und klar, man hat schon mal telefoniert und schon mal miteinander geschrieben und gechattet und irgendwie, ne, gemeinsam eine Folge aufgenommen, auch mit dem Commander Kompass. Aber das war wirklich irgendwie was Neues. Und gemeinsam spielen, finde ich, ist ja auch was Intimes. Und das war sehr, sehr schön, diesen Moment mit denen zu teilen. Und ja, jeder konnte mal gewinnen und jeder konnte mal glänzen und jeder konnte mal zeigen, was er für Sleeves benutzt und was er für Deckboxen hat und was so sein Playstyle ist. Das war richtig, richtig cool und ich hoffe, dass bald die die Bedingungen dieser Pandemie es auch wieder zulassen, mit euch zu zocken und dass man einfach mal sagen kann, hey, wenn ihr in Berlin seid, lasst uns doch einfach mal im Park treffen und eine Runde gemeinsam zocken. Aber erstmal müssen wir mit unserer eigenen Playgroup wieder wirklich spielen. Müssen wir also in die Gänge kommen. Ja. Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und meine Grüße gehen auch raus an alle, die uns zuhören, alle, die schon mal bei uns zu Gast waren, die eigentlich bei uns zu Gast sein werden. Mir bleibt eigentlich auch nur noch mal ein Hinweis auf unsere Website zu machen, die es natürlich auch noch gibt, www.tastymtg.de. Yes. Da könnt ihr auch den Podcast hören, da könnt ihr das Transkript der Folge mitlesen und gucken, wie der automatische Transkriptroboter diese lange Karte, die Guy so formidabel aussprechen kann, transkribiert hat. Und überhaupt, ja, mitlesen, Kapitelmarken mitlesen, die ganzen tollen Kapitelbilder angucken, die wir machen. Und ja, das war's für unser kleines Top-10-Set-Review zu Modern Horizons 2. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder, da ist dann schon das neue Standard-Set wieder im Anmarsch. Und da gibt's dann wieder das klassische Set-Review. Von daher... Adventures of the Forgotten Realms. Yes! Hab ich das richtig? So ein langer Titel, unfassbar. Der passt auf keine Magic-Karte. Da freuen wir uns drauf und wünschen euch eine gute Zeit, einen guten Sommer. Bleibt gesund, kommt langsam wieder an... In der Wirklichkeit draußen mit Vorsicht und ja, bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns und den ganzen anderen tollen Magic-Channels da draußen. Tschüss. Tschüss.